Heute mal ein kleines Video, was nichts mit E-Bikes zu tun hat, aber auch mit Elektrik. Und zwar will ich mir aus dieser Fliegenklatsche hier einen Mückentöter bauen. Ja, ihr seht das schon. Ich habe hier mal ein paar Kabel angelötet und habe ja hier so ein schönes Netzteil angeschlossen, weil ich das Ding nämlich dauerhaft natürlich betreiben will. Und dahinter eine UV-Lampe bauen will. Ja, dazu seht ihr noch ein Video. Allerdings ist mir jetzt noch was viel Geileres aufgefallen. Und zwar kann man aus so einer elektrischen Fliegenklatsche, die irgendwie 6 Euro kostet, auch einen richtig geilen Elektroschocker bauen. Und das ist ziemlich einfach und das zeige ich euch jetzt. Ihr habt hier so ein Netzteil. Das war bei mir vorhin auf 12 Volt eingestellt. So. Und ja, jetzt dann hatte ich es eingesteckt und wollte die Fliegenklatsche testen und warte mal ab, was jetzt passiert. Ja. Ihr seht, ziemlich viel Dampf drauf und ja, so einfach hat man sich dann einen Elektroschocker gebaut. Natürlich könnt ihr das noch ein bisschen umbauen, damit es etwas schöner aussieht, aber ja, anstatt 1,5 einfach mal 12 Volt reinkloppen und das Ding geht richtig ab. Ja, nicht zu Hause nachmachen, sollte nur ein Beweis sein, ja, wie einfach sowas zu machen ist mit ziemlich günstigen Bordmitteln. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch einigermaßen gefallen. Wie gesagt, dieser Strom ist saugefährlich. Ich habe versehentlich vorhin einmal reingepackt, wo das Ding aber nur mit 1,5, also beziehungsweise mit 3 Volt betrieben wurde. Und glaubt mir, Alter, das ist ultra stark schon. Also das hat Stunden wehgetan. Ja, also nicht nachmachen und vor allen Dingen nicht irgendjemanden damit verletzen. Ja, das war's von diesem Video. Haut rein und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.